Ja, mich hat es irgendwie gereizt, einfach mal wieder andere Leute kennenzulernen, weil ich halt nur sehr viele Leute kenne aus meinem beruflichen Umfeld und ich wollte im Endeffekt einfach neue Impulse von anderen Leuten haben und dann mit diesen Impulsen von den Leuten an mir mehr oder weniger arbeiten. Also bin mir auf jeden Fall über ein paar Sachen, muss ich mehr nachdenken, sage ich mal, muss mehr drauf achten, auch einfach so auf die Achtsamkeit, auch einfach die Natur mal mit einem anderen Blick wieder sehen, mit so einem unbedarften Blick, mit so einem Tourismusblick und einfach nur die Schönheit so genießen und das dann auf mich beziehen und dadurch dann die innere Ruhe rauszuziehen. Es war zwar mega anstrengend in der Früh auf diesen scheiß Bergen aufzulaufen und ich hätte mir gewünscht, wenn wir vielleicht nicht 4,2 Kilometer die Stunde gemacht hätten, sondern 3,2. Aber der Blick oben oder in der Früh dann beim Sonnenaufgang schon fast oben auf dem Gipfel zu sein, das war richtig, richtig gut. Also ja. Hat sich das frühe Aufstehen doch noch gelohnt. Ja. Leute, achtet mehr auf euch selber, achtet mehr auf euch drumherum und achtet auf die Natur. Und wenn ihr auf die Natur achtet, dann achtet ihr auch eigentlich automatisch auf euch. Manchmal anstrengend. Aber sonst ganz cool. Ja, also das, ja. Aber ich bin das nicht so gewöhnt. Also ich habe jetzt weniger so extrovertierte Leute um mich herum. Bin ja meistens allein, deswegen ist das mal was anderes, wenn man jemanden hat, der wirklich so konsequent, permanent, ständig, voller Energie aus sich herausgeht. Das machen ja die meisten nicht. Also meistens sind ja doch, also die, wo ich zumindest zusammenarbeite, ist meistens ruhig. Man kann schon mit ihnen reden und alles machen und so, aber es ist nie so BAM! Es ist eher so Flow, nicht so BAM! Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreibe.